Wunderschönen guten Tag, guten Abend, guten Nacht oder wann auch immer ihr dieses Video hier gerade am Schauen seid. Ich begrüße euch hier auf Weibers Meerwasser zu einem neuen Teil in der Serie Infothek. Ich möchte euch heute über den KH-Keeper informieren, der, ich sag mal, ein Upgrade erhalten hat. Refactory hat ihre eigenen Pumpen entwickelt. Die Dosing Punk Pro habe ich euch letzte Woche vorgestellt. Und aus der gleichen Serie heraus sind dementsprechend jetzt hier in den Keeper auch neue Pumpen eingeflossen. Was sie können, was sie nicht können, was sonst noch am Keeper geändert wurde und was auch für mich neu ist im Endeffekt, das sehen wir dann gleich. Ja Leute, es geht sich heute darum, dass ich euch hier diesen Keeper bzw. dieses Upgrade, was der Keeper bekommen hat, mal vorstelle. Das wird keine komplette Vorstellung hier mit Installation etc. pp. Das könnt ihr euch bei mir auf dem Kanal anschauen, verlinke ich euch nochmal. Das Einzige, was sich halt verändert hat, da kommt auch noch ein separates Video zu, ist die Verbindungsroutine. Und ansonsten ist die Installation, also sprich Kalibrierung, Aufstellung etc. pp. Ist alles gleich geblieben, könnt ihr dann dementsprechend hier oben in dem Video bzw. in den beiden Videos, das sind zwei Stück, abgreifen. Sprechen wir mal darüber, was ich jetzt hier bekomme und was für mich selber auch neu ist, weil es hat sich, seitdem ich jetzt mit Refactory gearbeitet habe, damals hat sich ein bisschen was getan, beziehungsweise auch seitdem ich den Keeper in Einsatz habe, der ist ja jetzt hier, den ich hier habe, knapp 2 Jahre alt. Bis auf den kleinen Fehler, den er auf dem Board hat, was wir jetzt mal außen vor lassen, tut er da seinen Dienst, also das Ding, das läuft. Der macht eine präzise Messung und ich muss mich zwar jede Woche einmal hinstellen und die Sonde reinigen, was jetzt hier nicht mehr der Fall sein soll und wahrscheinlich sein wird, kommen wir aber gleich zu. Fakt ist, das Gerät hier hinten, habe ich mit Refactory gesprochen und ich sage, pass auf, schick mir doch einfach ein neues Board. Das Ding, das tut, das ist ein gutes Beispiel dafür, dass er läuft. Ja, haben sie gesagt, machen wir leider nicht. Also solche Ersatzteile gehen nicht außer Haus. Das wird dann bei denen vor Ort gemacht. Garantieansprüche etc. pp. Hat mich natürlich ein kleines bisschen geärgert, aber peng. Ist Firmenpolitik, machst du nichts dran, ist so. Gut, seitdem läuft der bei mir hier trotz alledem. Also ich konnte ohne Probleme hier Messungen von Hand einleiten. Das war kein Problem. Und wie ihr seht, das Becken an sich steht wunderbar. Spricht im Endeffekt auch dafür, dass der KH, so wie er jetzt ist, entsprechende Linie, blende ich euch mal kurz mit ein, schön sauber gemessen wird, gleich gehalten wird. Ich habe einen relativ engen Bereich gesteckt und das passt. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, kommen wir zu dem Gerät hier. Was für mich zum Beispiel neu ist, gibt es auch schon länger. Ist, glaube ich, 3 oder 4 Monate, nachdem ich das Gerät bekommen habe, ist diese Halterung hier mit dazugegeben worden. Hatte ich nicht. Ich blende euch meine Variante ein. Ich habe da hinten einen Saugnapf genommen und habe dann dementsprechend den Filter in die Saugnapfhalterung reingedrückt und den da hinten montiert. Diese Halterung hier ist im Endeffekt dafür gedacht, in normalen Glastechnikbecken eingesetzt zu werden. So, jetzt gucke ich mal darunter. Habe ich nicht. Also, lassen wir das hier weg und ich mache die Variante hier wieder mit einem Magneten. Da kommt hier ein Magnet vor und hier. Und dann kann ich das dementsprechend so bei mir da unten fixieren und einsetzen. So ist der Plan. Was hier schön gelöst ist, was ich halt damals noch nicht kannte, ich bin auch nicht an eine entsprechende Halterung rangekommen, die wird hier einfach nur eingehangen und steht dann hier sauber senkrecht drin und funktioniert, habe ich mir sagen lassen. Das ist das eine, für mich neu. Verbindungsroutine, wie gesagt, kommen wir noch zu. Und dann haben wir natürlich hier die schon bekannte Feinwaage, die wir natürlich nachher für die Pumpen brauchen, um die einzustellen. Reagenzschlauch, ein Abwasserschlauch in bunt, ne, damit man auch unterscheiden kann, was ist jetzt was. Schön, ja. Kann ich euch hier auch nochmal die entsprechenden Halterungen, diese Acrylglashalterung, die sie jetzt hier haben. Ich glaube, ich kriege das nie wieder so zusammen, wie das hier reingedrückt ist.
Sieht sehr hübsch aus. Und dann haben wir hier ein kleines Zubehörtütchen. Das sind einmal die Schrauben für die Halterungen und der Neodym-Magnet, um das Gerät zurückzusetzen. Hier ist eine Markierung, da steht Reset drauf. Da muss ich den dranhalten, um das Gerät auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. Und was hier auch drin ist, klein, winzig, aber wichtig, ist natürlich der Rührfisch. Müssen wir gleich noch reinpacken, bevor ich das Ganze in Betrieb nehme. Dann haben wir Pufferlösung pH 7, pH 4 zum Kalibrieren der pH-Sonde und 150 ml Reagenz, die wir noch 1 zu 9 verdünnen müssen, damit wir sie einsetzen können. So, und hier steht auch ein entsprechendes Datum drauf, wie lange ich das Ganze nutzen kann. 7/2025. Habe ich noch ein bisschen Zeit. Das Ganze ist mittlerweile, das hatte ich schon ausgepackt, weil ich hier meinen Keeper nochmal direkt nachkalibriert habe. Ist mittlerweile komplett mehrfach verschweißt und dicht, sodass, wenn irgendwas mit diesen Fläschchen sein sollte, dass das halt nicht auslaufen kann. Vorher waren das einfach nur mit Gummis zugemacht, da hätte was rauslaufen können, behaupten böse Zungen. Jetzt ist es verschweißt, doppelte Tüte. Passiert also nichts mehr dran. Netzteil ist klar. Ich kann euch nur raten, für alle, die mehrere Geräte einsetzen, so wie ich hier zum Beispiel von Refactory, geht hin und beschriftet euch die Netzteile. Welches Netzteil wofür ist. Einerseits ist es natürlich praktischer, wenn man mal an einem Gerät arbeiten muss. Andererseits haben die alle eine spezifische Spannung und Ausgangsleistung und sollten untereinander nicht vertauscht werden. Auch wichtig. So, dann haben wir hier noch eine Bedienungsanleitung, eine Schnellanleitung, wie es zu machen ist. Für alle, die es nicht abwarten können und die Bedienungsanleitung nicht Schritt für Schritt lesen wollen, die können dann das hier sich anschauen oder sich meine Videos anschauen. Nochmal da oben die Einblendung. Ja, und dann haben wir natürlich den Keeper selber. Und wie gesagt, in diesem Video geht es sich eigentlich nur darum, was ist geändert worden. Jetzt könnte ich euch natürlich hier lang und breit erzählen, was jetzt so toll an den neuen Pumpen ist. Also Fakt ist, es sind neue Pumpen verbaut worden. Machen wir das Ding einfach, damit wir mal sehen, worüber ich rede. So, der Keeper an sich ist meiner Meinung nach ein kleines bisschen schwerer geworden. Aber das kann mit den neuen Pumpen zusammenhängen, weil hier hinten habe ich ja die Pro X1 laufen und das ist natürlich auch schon, ich sage es mal im Vergleich zur alten X3, ist das ein Klopper. Fakt ist, die Lautstärke dieser Pumpe ist mit den alten X3 in keinster Weise zu vergleichen. Bei mir läuft die voll kommen ruhig. Und ich denke mal, wenn ich hier meine Platten davor habe, dann werde ich auch die Dosiereinheit von der Pro X1, wenn die anläuft, werde ich wahrscheinlich gar nicht hören. Ähnlich von der Lautstärke sind die Geräte hier. Es ist natürlich auch immer so eine Sache, wie entkoppel ich die Geräte vom Holz oder vom Schrank. Wenn ich jetzt hingehe, habe ich hier bei meiner Pumpe, blende ich euch mal mit ein, da habe ich ein bisschen Schaumstoff dazwischen gepackt, sodass das Gerät nicht direkt mit der Aufnahmehalterung am Schrank liegt. Das ist eine Schallbrücke, sobald er direkt anliegt. Sollte man sich vielleicht mal überlegen, ob man da nicht vielleicht ein kleines bisschen mehr Abstand, also hier hinten sind Gummipuffer. Ich probiere es erstmal mit denen. Und sollte mir das zu laut sein, drehe ich die Schrauben ein Stückchen weiter raus, mache hier entsprechend Schaumstoff dazwischen und hänge es dann wieder auf. Dann habe ich das Gerät selber vom Schrank entkoppelt und ist eigentlich nur noch über die Schrauben mit dem Schrank verbunden. Also wie laut hier dieser Keeper ist, blende ich euch gleich noch mal mit ein. Die alte Lautstärke. Habe ich mich mittlerweile dran gewöhnt. Den hier, den werde ich wahrscheinlich im Vergleich gar nicht hören.
Wir haben hier eine neue Anordnung der Pumpen. Die Aquarienpumpe sitzt oben, die das Aquarienwasser pumpt. Wenn man hier so seitlich drauf guckt, blende ich euch mal kurz mit ein, sieht man, dass der obere Schlauch ein kleines bisschen dicker ist als wie der untere Schlauch. Das heißt, dass hier unten in der Mitte ist die Reagenzpumpe und hier haben wir natürlich dann die Abwasserpumpe. Was wir auch neu haben hier in der Mitte ist eine Verschraubung der, na, da ist er, der Spritze, beziehungsweise der Spitze, nicht Spritze, der Spitze, ist beim alten Keeper nur aufgesteckt. Hier ist es dementsprechend verschraubt, das heißt, ich kann oben am Schläuchlein ziehen oder an der Halterung und habe das direkt beides in der Hand, so wie es eigentlich auch sein soll. Beim alten Gerät war es so, da hat man oben dran gezogen, dann blieb dann die Spitze unten drin. Musste man fummeligerweise da unten drin rumpulen, um dann die Spitze da rauszukriegen. Ist jetzt definitiv besser gelöst. Ja, und natürlich, was hier zu sehen ist, wir haben hier die pH-Glaselektrode. Das ist eine Elektrode, die aus dem professionellen Bereich kommen soll. Beziehungsweise, ich habe sie ja selber auch schon im Einsatz gehabt über knapp 8 Monate, bis sie mir kaputt gegangen ist. Entweder war ich jetzt schuld oder irgendwann mit der Sonde hat jetzt nicht gestimmt. Moment mal, eben Stimme ölen. Haben wir uns jetzt abgesprochen hier, eine Nachfüllanlage. Level Keeper pumpt gerade nach. Ja. Also habe sie am pH-Meter dementsprechend im Einsatz gehabt und muss sagen, sie hat da ohne Probleme die 8 Monate durchgelaufen. Ich musste sie kein einziges Mal dort reinigen. Das ist ja im Prinzip auch das Problem gewesen, was wir mit der alten Sonde haben, weil es dann eine Kunststoffsonde ist, also mit einem Kunststoffgehäuse und unten dann halt der Übergang zwischen der Messeinheit, zwischen dem Messfühler und dem Gehäuse, da haben sich immer Bakterien angesetzt. Muss ich beim alten Gerät einmal die Woche reinigen. Hier werden wir sehen, ob sich was ansetzt oder nicht. Sie wird feucht geliefert, so wie es auch sein soll. Moment, ich ziehe das mal hier raus. Das sollten wir auf jeden Fall dann überprüfen, dass hier unten Flüssigkeit drin ist. Ist hier der Fall. Die entsprechenden Gummipuffer hier, Gummiringe sind dafür da, um die Sonde dann auf Position zu halten. Und den Restkabel drücken wir dann wieder hier rein. Ja, das erstmal zu den, ja, ich sag mal, Neuerungen, die mir jetzt erstmal so auf Anhieb auffallen. Das wird ja kein Installationsvideo, How-to etc. Dafür schaut euch bitte das alte Video von mir an. Und das neue mit der Verbindungsroutine, was noch kommen wird. Ich werde dieses Gerät jetzt hier in Betrieb nehmen. Entschuldigung. Beziehungsweise hier hinten mit parallel laufen lassen, bis es sich meiner Meinung nach eingelaufen hat. Ob das nötig ist oder nicht, weiß ich noch nicht. Bis man dann so annähernd die beiden Geräte die gleichen Messergebnisse über eine längere Zeit haben. Und wenn das passt, wird der alte Keeper abgebaut. Der neue wird aufgehangen an die gleiche Stelle. Und ja, dann wird nur noch der hier arbeiten. Ich werde das Ganze jetzt mal installieren. Ja Leute, der nächste Tag. Ich habe ja eben einen Zeitraffer von der Installation bis zu einem gewissen Punkt mitlaufen lassen. Sonde kalibriert, da muss ich schon mal sagen, die Sondenkalibrierung lief hervorragend. Bei den alten Sonden war es so, da habe ich 4 kalibriert, dann habe ich 7 kalibriert, dann habe ich eine Kontrollmessung mit 4 gemacht und es lief meistens darauf hinaus, dass ich noch eine Kalibrierung mit 4 machen musste, dann nochmal 7 Kontrollmessungen gemacht und dann hat es erst gepasst.
Bei der Sonde ist es tatsächlich so, 4 kalibriert, 7 kalibriert, Kontrollmessung gemacht auf 4, passt. Also das ist soweit in Ordnung. Ja, dann hat dieser Vollpfosten hier vor der Kamera allerdings nicht die Augen aufgemacht und tatsächlich steht es auch noch offiziell nicht in der Bedienungseinleitung drin. Da muss Refactory noch ein bisschen nacharbeiten, bitte. Aber das wissen Sie schon, das habe ich, da hatte ich den restlichen Abend mit Vergnügen gehabt. Ich habe die Sonde nicht auf die aufgedruckte Markierung gesetzt, so dass die 7 mm über Grund, blende ich euch mal eben kurz mit ein, in der Halterung ist, sondern die stand bei mir höher. Und dann kriegte ich auf einmal eine Fehlmessung. Da hatte ich einen pH von 14, noch was und ich hatte ein KH zwischen 11 und 15. Obwohl alles aus den gleichen Behältern herausging. Ja. Dann nochmal vielen lieben Dank für den Kollegen von Crazy Colds, der mich da unterstützt hat und mich direkt darauf hinweisen konnte. Er wusste sofort, was Phase war. Also die Sonde hat eine dementsprechende Mindesteintauchtiefe. Die muss 7 mm über Grund sein und die entsprechende Höhe ist hier auch tatsächlich auf der Sonde drauf. Ich habe es nicht gesehen. Ja, egal. Shit happens, dafür mache ich sowas hier, damit dann solche Sachen dann mal auffallen und ich die an euch weitergeben kann. Ja, erstaunlich und schön ist, nicht erstaunlich, schön ist, dass der gesamte Messvorgang akustisch sehr viel leiser ist. Bis auf die Abwasser. Die ist immer noch, ich sage jetzt mal, relativ laut, aber das ist auch eine Pumpe, die Menge jetzt raus powern muss. Ich blende euch das mal kurz mit ein. Und ja, die ist tatsächlich immer noch so, wie sie war. Das lässt sich auch nicht... ich sag mal, wahrscheinlich nicht großartig was dran machen, ist aber nicht so schlimm. Die beiden anderen Pumpen dafür sind dafür sehr viel leiser, wobei es da auch Unterschiede gibt. Die Aquarienwasserpumpe hat einen etwas dickeren Schlauch und die hört man etwas mehr. Und die Reagenzpumpe, ja, wenn ich weiß, dass sie läuft, weiß, hört sie nicht, würde ich jetzt mal sagen. Also jetzt, wenn ich davor stehe und gucke und die läuft und... ja, dann kann ich sagen, okay, ja, da ist eine Akustik drin. Aber die ist minimalst. Und die Aquarienpumpe blende ich euch auch nochmal eben kurz mit ein. Das ist auch definitiv... nicht, ja, nicht mehr nennenswert in meinen Augen. Er steht jetzt momentan auf meinem Dosierbehälter drauf. Wir werden es im weiteren Verlauf, wenn ich dann den alten gegen den neuen Keeper austausche, dann dementsprechend ja, erfahren, ob die Akustik sich verändert hat. Wenn nicht, wie gesagt, ich werde dahinter noch gegebenenfalls eine Schaumstoffpufferung machen, um den vom Schrank zu entkoppeln. Aber ansonsten von der Akustik her ist es definitiv eine Verbesserung. Der Messvorgang ist im Endeffekt der gleiche geblieben. Ich lasse in der Regel jetzt beide parallel zu einer gewissen Zeit immer laufen, dass dann dementsprechend auch die gleichen Ergebnisse dabei rumkommen und vergleiche sie. Und tatsächlich liegen die eigentlich gar nicht so weit bei, voneinander weg. Ich gehe hier mal aufs Dashboard und mache da mal einen Screenshot von, den ich euch einblende. Oh, sie liegen wirklich nicht weit voneinander weg. Der pH passt auch soweit. Bei meiner alten Sonde, wie gesagt, bei einem alten Keeper zeigt er mir einen falschen pH an. Nach der kompletten Neukalibrierung. Aber ihr seht selber, rechts ist mein pH-Meter und auf der links ist der neue Keeper, also der die zweite Kachel. Und das kommt relativ nah der Sache ran. Also das passt soweit. Ja, Messergebnisse, wenn sie dann weiterhin, ich sage mal, über die Woche hin identisch bleiben, dann werde ich wahrscheinlich zum Ende der Woche hin den alten Keeper abschalten und gegen den neuen ersetzen. Und dann werde ich das Ganze darüber steuern lassen. So ist der Plan. Ja, alles in allem bin ich damit sehr zufrieden. Was ich auch noch kurz einblenden kann, ist hier die Lautstärke der verbauten Pro X1.
Das ist auch sehr, sehr angenehm. Die hört man nämlich auch nicht. Ja, ich bin jetzt bei der hingegangen und habe sie tatsächlich am Schrank entkoppelt. Und die Akustik ist definitiv in meinen Augen nicht mehr vorhanden. Also man kann jetzt den Teufel an der Wand sagen, ja, der ist ein Summen. Ja klar ist er ein Summen. Irgendwie müssen die Motoren ja auch arbeiten. Das sind Schrittmotoren. Ja, da drin ist eine Mechanik und. Das ist schon verdammt leise. Aber wenn man sie vom Schrank entkoppelt hat und dann immer noch meint, dass diese Pumpen laut sind, dann sollte man vielleicht mal hingehen und gucken, stimmt vielleicht irgendwas nicht. Vielleicht die Kappe nicht richtig drauf oder die Kappe wackelt oder so. Und dann müsst ihr euch mit dem Support in Verbindung setzen. Fakt ist, die Geräte, die ich hier habe, die sind schön leise. Das funktioniert. Das Einzige, was ich dann jetzt immer höre, ist meine X3. Haha. Die macht aber ihren Job, die läuft. Die habe ich ja jetzt auch schon sehr, sehr lange. Hatte damals bei den entsprechenden Ereignissen dann auch Angst gehabt, dass meine dabei sein gekonnt, dass meine Pumpe auch dabei sein könnte in der Serie. War sie nicht zum Glück. Die läuft auch bis heute sauber weiter. Hat ihre Mengen, hat ihre entsprechenden Einstellungen immer sauber gehalten. Ist natürlich ein kleines bisschen lauter wie die Pro. Klar, ist ja auch nur eine normale Dosierpumpe und da steht, bei der anderen steht eben ein Pro davor. Ja. Also, nicht Äpfel mit Nüssen vergleichen. Gibt es sonst noch was zu sagen? Weiß ich nicht. Wir machen mal kurz einen Schnitt. Ja, tatsächlich fällt mir jetzt hierzu erstmal nichts ein. Ich werde das Ganze jetzt hier weiterhin im Auge behalten und schauen, wie es läuft, wie es nicht läuft und werde dann in meinen Tagebüchern weiter über die Geräte berichten, so wie ihr es von mir kennt. Und ja, Tagebücher erscheinen in der Regel einmal am Ende des Monats, so plus minus ein paar Tage. Und da erfahrt ihr dann weiteres über dieses Becken, was hier und da passiert ist und natürlich über die eingesetzte Technik, die ich euch jetzt hier nochmal vorgestellt habe. Also, nochmal als Resümee, der neue Keeper hat eine neue Sonde, der hat zwei neue Pumpen. Die Optik hat sich ein kleines bisschen im Gerät verändert. Ich gehe mal davon aus, das hat ein bisschen was mit den Motoren zu tun, dass die ein bisschen mehr Platz brauchten. Alles in allem läuft er sehr leise, lässt sich gut einrichten. Zu der Einrichtungsroutine bzw. Verbindungsroutine zum Smart Reef mache ich noch ein separates Video. Das mache ich oben am Rechner. Da besorge ich mir nochmal ein Power Switch, ein Gerät, was noch nicht bei mir angemeldet war. Das ist auch so eine Sache, die recht wichtig ist. Die zwei Routinen, die ich jetzt hier gemacht habe zum Anmelden, war tatsächlich so, dann schmeißt er mir einen Fehler raus in der App. Aber tatsächlich ist das Gerät schon verbunden. Also kein großes Ding, aber ich zeige euch nochmal, wie es geht. Gut, lange Rede, kurzer Sinn. Wenn ihr noch irgendwelche Fragen, Sorgen, Nöte und unsinnige Anträge habt, schreibt es runter in die Kommentare. Meines Wissens nach ist die neue Version des Keepers schon seit 2,5 Wochen jetzt am Markt zu kriegen. Wenn ihr unbedingt diese haben wollt, müsst ihr dann dementsprechend mal bei euren Händlern genau nachfragen, welche Version er da entweder vor Ort auf Lager hat oder ob das per Dropshipping direkt von Crazy Coals aus Polen kommt. Dann ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr ein flammenneues Gerät kriegt. Von daher fragt erstmal nach. Ja, also in diesem Sinne, ich hoffe, ich konnte euch hier ein kleines bisschen mehr Infos jetzt über die entsprechenden aktuellen Geräte geben. Ich hoffe, dass ich demnächst auch noch andere Geräte hier vorstellen kann. Werden wir sehen. Also in diesem Sinne wünsche ich euch einen schönen Tag, Abend oder Nacht oder wann ihr diese kurze Infothek hier gesehen habt. Ich zähle auf euch. Bis zum nächsten Mal. Euer Viper. Ach ja, Däumchen nicht vergessen. Ciao.